So, es ist aber kein Remnant hier, ne? Denn heute spielen wir ISO. Ich dachte eigentlich, dass es wieder Event wäre, Event nach dem Event, aber es ist gar kein Event. Aber dafür gibt's was anderes. Es gibt einen gewissen Grund, warum ich wieder hier bin. Oh, das war das Falsche. Möge das Glück auf eurer Aber ich habe noch Spur fünf Kisten. Ich habe bestehen. noch fünf Kisten von dem Login-Ding. Aktuell gibt es ja diesen Feuerbauchschröter und diesen Glutflammen-Zwerg-Ua. Ne? Das ist eigentlich meine dieselbe Intention, warum ich jetzt wieder da bin oder warum ich jetzt wieder ISO spiele. Ist dieselbe wie mit der wie mit diesen Stola-Geschichten. Da muss ich by the way auch noch hin. Ich habe da einige Sachen bekommen, also einige Affix-Sachen und sowas. Weil ich habe jetzt die letzten Tage habe ich noch Pilinas eine Weißplankes Gemetzel gemacht. Und war ein bisschen in der Kaiserstadt und in Cyrodiil unterwegs. Wobei ich sagen muss, ich hatte ja immer Angst, da hinzugehen, weil ich dachte, da werde ich eigentlich immer instant weggekillt, aber ne, war niemand da. Okay, ich war immer um 5 Uhr morgens oder so, war ich da immer online. Also, da ist halt kein Mensch da. Und das ging eigentlich. Da konnte ich die ganzen PvE-Geschichten eigentlich machen. Ich finde das eh wild, dass man. Es ist PvP-Event, aber um das PvP-Event zu machen, muss man die PvE-Sachen machen, die es dort gibt, so, ne? Also, hier irgendwelche Daily. Ich bin halt dann einfach nach Dings, ich bin nach Chardinal gegangen, hab dann da die ganzen Quests immer durchgemacht. Hab hier einige Belohnungen bekommen und sowas. Also, easy. Easy. Wie gesagt, ich hab da lauter Affixe und Skriptur-Sachen bekommen. Da muss ich mal gucken, was ich da alles schon freigeschaltet habe. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da eigentlich so schnell so krass viel bekomme, ne? Aber, genau. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder Erfolge machen. Und dafür muss ich aber Portale hier in Blackwood zerstören oder in den Totenländern. Und dann dachte ich mir, das mache ich doch. Ich habe ja die Blackwood-Story eh nicht fertig gemacht, also machen wir die Blackwood-Story. Ich wollte mir das eigentlich für später aufheben. Aber wenn schon, ne? Ich habe jetzt ungefähr knapp. Wir haben 28 Tage Zeit, bis es vorbei ist, also machen wir es jetzt einfach. Ach, hör zu. Ich habe genau dasselbe Recht, hier zu stehen, wie jeder andere auch. Wenn diese leicht bekleideten Dibeliten wollen, dass ich gehe, dann richtet ihnen aus, dass sie schon selbst hier rauskommen und mir das ins Gesicht sagen müssen. Was sind die Beliten? Sind das Leute von Dibella? Wovon sprecht ihr? Ihr gehört nicht zu diesen scheinheiligen Drangsalierern? Das ist eine Erleichterung. Nennt mich Farik. Ich kam nach Gideon, um den Namen meiner Familie reinzuwaschen. Aber diese Fanatiker in den losen Roben im Dibellaseum wollen mich verscheuchen. Es fing mit schiefen Blicken an. Inzwischen erhalte ich Drohungen. Warum genau versuchen Sie, die Bella-Anbeter dann euch loszuwerden? Sie glauben, meine Großmutter Cerise hätte vor Jahrzehnten ihre Hohepriesterin umgebracht. Das ist nicht wahr. Und ich habe vor, das gerade zu rücken. Mag sein, dass ich dafür ein wenig herumschnüffeln muss, doch die Beweise sind da. Das weiß ich. Wollt ihr mir aushelfen? Ich habe nicht viel, aber ich kann bezahlen. Sicher, ich helfe euch bei euren Ermittlungen. Hab Dank für die Hilfe. Es ist nicht einfach für die Germains in dieser Gegend Freunde zu finden. Die Debeliten nutzen dieses Herrenhaus in der Stadtmitte als ihr Debelaseum. Eine Art geweihtes Liebesnest. Wenn es in Gideon einen Beweis für Großmutters Unschuld gibt, dann finden wir ihn dort. Ihr meint, ihr werdet nicht von hier. Von woher seid ihr angereist? Braviel, es dauerte grässlich lange. Wegen des Kriegs der drei Banner und allem. Aber ich habe es geschafft und ich gehe nicht wieder weg, bis ich diese Sache ein für alle Mal geklärt habe. Okay, cool. Warte mal, er läuft mir jetzt hinterher? Okay, was ist das? Autorenassistent gesucht. Autorenassistentin gesucht. Autor sucht Unterstützung, muskulös und energiegeladen als Hilfe bei der Erforschung der lokalen Geschichte. Die Bewerber müssen bereit sein, in Sümpfen und Ruinen herumzustapfen, in denen es möglicherweise spukt. Tadelloses Kampfgeschick und völlige Fruchtlosigkeit sind ein Muss. Positive Einstellung und gut gelauntes Naturell sind erwünscht. Lasst euch diese lukrative Gelegenheit nicht entgehen. Alle Anfragen bitte an Isara von Schildwacht anzutreffen im Ei und Hammer in Gideon. Okay. Aber ich rede jetzt erstmal mit Evelie. Die war, glaube ich, mal oben, ne? Die beiden werden hier in Gideon sicher sein, Evelie.
Ihr habt mein Wort. Hab Dank, Gouverneurin. Nun, stand etwas Wichtiges in dem Brief? Der Brief ist nicht unterschrieben. Er bittet darum, dass wir zum Amnis-Herrenhaus in der Südseite der Stadt kommen, allein. Ein anonymer Brief, der uns auffordert, allein zu einem gruseligen alten Herrenhaus zu kommen? Das ist ja gar nicht verdächtig. Nun, ich schätze, wir haben keine besseren Spuren. Ich werde euch dort treffen. Okay. Oh, ich muss mal nach Dings wieder gehen, nach, Osinium. Da muss ich mir mal die alte Eveli angucken, weil ich meine, die sieht schon ein bisschen anders aus als die andere. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Schon eine Weile her, dass ich hier, vor allem, dass ich Osinium gemacht habe. Das ist ja schon Jahre, wirklich Jahre her. Tippe von Dibella. Komm, dann gehe ich mal dieser Dibella-Geschichte nach. Heimgesuchtes Vermächtnis. Da muss ich anscheinend nach da oben gehen. Das ist also das Dibellaseum. Genau, was ich erwartet hatte. Ach, seht euch das an. Diese Dibelliten sehen sich als freigeistige Barden, die sich vom Wind treiben lassen. Aber sie haben so viel Gold angehäuft, dass es Zenitha die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Ach, das spielt keine Rolle. Hier werden wir unsere Antworten finden. Was stellt ihr euch vor, was wir nach all den Jahren hier finden werden? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass wir nachsehen müssen. Nehmt das hier. Das ist ein seltener magischer Gegenstand, den man einen Erinnerungsstein nennt. Großmutter Cerise gab ihn Großvater Lier am Vorabend jener Nacht, in der sie angeblich Priesterin Rolaine ermordet hat und geflohen ist. Vielleicht wird er uns etwas zeigen. Was ist ein Erinnerungsstein? Ich bin Tischler, kein Magier. Doch laut diesem Dunkelelfen, dem ich ihn gezeigt habe, verwenden ihn die Pilzzauberer in Morrowind, um ihre Erinnerungen abzuspeichern. Der Haken ist, dass man dort stehen muss, wo sich die Erinnerung ursprünglich ereignet hat, um die Magie im Stein zu wecken. Ihr glaubt also, dass dieser Erinnerungsstein sich aktivieren wird, falls er Erinnerungen in sich birgt, die hier entstanden. Ei, so lautet meine Hoffnung. Ich weiß, dass die Chancen hier gegen uns stehen. Zaubersteine und verlorene Erinnerungen klingen nach Unfug aus irgendwelchen Romanen. Doch sie sind wirklich das Einzige, dem ich nachgehen kann. Wie wäre es damit, unsere Suche im Erdgeschoss zu beginnen? Könnt ihr mir noch einmal die Einzelheiten des Verbrechens schildern? Wie ich sagte, das Opfer war eine der Hohepriesterinnen der Dibelliten. Eine Frau namens Rolaine. Vergesst nicht, das ist 60 Jahre her. Aber mein Großvater hat mir erzählt, die Einheimischen verehrten sie auf Schritt und Tritt. Sie hielten sie für eine Prophetin oder zumindest für etwas, was da sehr dicht dran war. Und die Leute gaben ihre Großmutter die Schuld an ihrem Tod. Ei, meine Großmutter Cerise war Rolaines Blumenträgerin. Sie folgte ihr, wohin sie auch ging. Als ein größerer Schatz verloren ging und Rolaine verschwand, war Großmutter die Hauptverdächtige. Natürlich konnte das niemand beweisen, weil sie ja niemals gefunden wurde. Eure Großmutter ist verschwunden. Wie Rauch in einem Sturm. Und ohne auch nur ein Wort darüber an meinen Großvater Lier zu verlieren. So wie Großvater es erzählt, ging keiner der beiden sonst auch nur auf den Topf, ohne dem anderen zu berichten, wohin er unterwegs war. Doch die Einheimischen wollten das nicht hören. Was mit deinem Großvater geschehen? Diese verdammten Eiferer scharten die halbe Stadt um sich. Sie nahmen sich Fackeln und Schaufeln und jagten ihn und meinen Vater aus der Stadt. Mit nichts weiter als dem, was sie am Leib trugen. Selbst außerhalb von Gedeon folgten ihm die Gerüchte. Wir haben seitdem keinen Augenblick mehr Frieden gekannt. Ihr meint, ihr werdet nicht von hier. Könnt ihr mir nochmal. Achso. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt nach unten. Warum habe ich Eile? Seht, der Stein. Ich sah diesen Stein aufblitzen wie einen Fackelkäfer. Hier. Ich würde auch die Erinnerung benutzen. Etwas geht da vor sich. Ist das? Das ist eine Erinnerung. Wer ist das? Bei Maras Gnade. Bei den Acht. Was war das? Ein Mord?
Jemand hat einen Mord mit diesem Stein aufgezeichnet? Warum sollte jemand so etwas tun? Wartet, könnte das mit den vermissten Fällen zu tun haben, von denen mir Großvater Lier erzählte? Vermissten Fälle? Ei, so wie Großvater Lier es erzählt, verschwand in den Wochen, bevor auch Rolaine schließlich nicht mehr gesehen wurde, eine Handvoll Novizen. Keiner von denen war beliebt genug, um einen Aufschrei auszulösen. Die Leute meinten einfach, sie müssten eben fortgegangen sein, um aus Rolaines Schatten herauszutreten. Eure Großmutter wäre Rolaines Gehilfin gewesen. Kannte sie diese Novizen? Großmutter Cerise half allen Novizen. Beim Waschen des Bettzeugs, bei der Gartenpflege, beim Auslegen der Notenblätter. Sie kannte jeden. Diese Leute hätten ihr die vermissten Fälle wahrscheinlich auch noch angehängt. Doch die Geschichte nahm nach dem Mord an Rolaine eine finstere Wendung. Eine finstere Wendung, was meint ihr? Die Debeliten beschlossen, dass es sich um eine Verschwörung handeln musste. Die vermissten Novizen waren alle in das Komplott eingeweiht. Nun sehen wir die Wahrheit dahinter. Man kann sich da zwar nicht sicher sein, aber wer auch immer diese Novizen umgebracht hat, könnte auch Rolaine ermordet haben. Wir sollten weiter nachforschen. In Ordnung, sehen wir nach, ob der Stein noch auf einem anderen Ort im Dibella-Seum anspricht. Okay. Dann gucken wir mal, ich hör's schon. Hier gibt es irgendwo noch eine Erinnerung, aber die wird wahrscheinlich oben sein. Schätze ich. Ah ja. Noch ein Aufblitzen. Versucht es jetzt mit dem Stein. Nicht noch jemand. Mögen die Acht mich behüten. Das ist so echt. Hier ist auch noch mal irgendwo eine. Hier im Raum nebenan? Nö. Ach, es geht noch mal nach oben. Es ist wieder unser Mörder. Was macht er da? Götter, was ist das? Magie? Habt ihr diese Gesten gesehen? Könnt ihr sie nachmachen? Könnt ihr sie nachmachen? Eine Phantomtür. Wo komme ich da jetzt hin? Skelette. Sind das die ermordeten Novizen? Ich glaube, ich muss... Ach, komm schon, Farik. Reißt euch zusammen. Hauptbuch der Seelen. Grobe Karte. Mit einem X. Hauptbuch der Seelen. Werte Mitglieder der erwachenden Flamme. Ich habe drei neue Seelen für die Inbildmeister. Leider ist mein Vorrat an schwarzen Seelensteinen erschöpft. Ich brauche weitere Edelsteine, wenn ich unsere Beziehung zu den Inbildmeistern weiter verbessern soll. Hier für die Buchhaltung die Namen der Seelen. Novizin Clara Astier, Novizin Ariel Effin, Novize Edgar Garne. Schon jetzt kursieren in Gideon Gerüchte über die Niedertracht der Novizen. Ihnen zufolge waren die Seelen, die ich erworben habe, unzufrieden mit ihrem Leben und sie haben Münzen aus der Schatzkammer des Dibella-Tempels entwendet. Eine einfache Täuschung, aber die ignoranten Bürger von Gideon werden darauf hereinfallen. Die Ernte wird weitergehen. Darauf habt ihr mein Wort. Für die erwachende Flamme. Habt ihr etwas gefunden? Was habt ihr da? Einen Brief? Hier, lasst mich mal einen Blick darauf werfen. Und kann ich meinen Stein zurückhaben? Ich glaube, ich habe fürs Erste genug von grausigen Erinnerungen. Okay, sicher. Das sieht aus wie ein Hauptbuch. Clara, Ariel, Edgard. Ja, das waren die Novizen. Damit sollten ihre Angehörigen wenigstens einen Abschluss finden. Die erwachende Flamme. Es hat nicht gereicht, die Novizen umzubringen, sondern man musste ihnen auch noch die Seelen rauben. Warum sollte jemand überhaupt so etwas tun? Eine Person, die das Hauptbuch beschrieb, erwähnte schwarze Seelensteine.
Ich habe schon von Seelensteinen gehört, aber noch nie von Schwarzen. Ich dachte, Magier würden sie nur bei Kaninchen und Goblins und dergleichen einsetzen. Diese Schwarzen können die Seelen von Menschen und Meer in sich aufsaugen? Mögen die Acht uns behüten. Im Hauptbuch stand, der Mörder hätte Handel mit ihnen getrieben, richtig? Ja, oder zumindest hatte er das vor, mit einer Gruppe von Magiern, die man die Inbildmeister nennt. Nie von denen gehört. Andererseits machen ehrliche Tischler wie ich nicht sonderlich viele Geschäfte mit seelenraubenden Hexenmeistern. Das ist ohnehin alles nur Spekulation. Wir können unmöglich wissen, ob der Handel überhaupt stattfand. Es sei denn, die Karte, die ihr gefunden habt, enthält einen entsprechenden Hinweis. Die Meister feinen Ort in den Sümpfen, weit östlich von Gideon. Ich habe euch nie erzählt, wie Priesterin Rolaine gestorben ist, oder? Sie brach zu einem Besuch in Leyavin in ihrer Kutsche auf, zusammen mit ihrer Blumenträgerin Cerise, meiner Großmutter. Sie kam niemals an ihrem Ziel an. Vielleicht zeigt diese Karte, wo sie hin sind. Sehen wir nach, wohin sie uns führt, ja? Seid ihr denen früher schon mal begegnet? Leichnam beim Priester nie gefunden wurde. Wie konnte eure Großmutter dann wegen Mordes verurteilt werden? Großvater meinte, man hätte gemunkelt, wie gierig Großmutter Cerise und die anderen jungen Priesterinnen von Dibella gewesen seien. Als es dann hieß, dass Priesterin Rolaine ermordet worden war, zweifelte niemand daran, dass sie es gewesen sein mussten. Stattdessen zündete man das Haus von Großvater Lier an. Niemand, dem sie die Schuld an Mord anlasten konnten und brauchten einen Sündenbock. Ich sehe nicht, wie es irgendetwas anderes gewesen sein könnte. Leider sind die wütenden Leute, die unser Haus niedergebrannt und Großvater Lier davongejagt haben, inzwischen bestimmt tot und damit jenseits aller Gerechtigkeit. Wir können aber immer noch den Namen meiner Großmutter reinwaschen. Das müssen wir. Für Großvater Lier. Wer sind diese Inbildmeister? Das fragt ihr mich? Ich dachte, ihr wüsstet das. Wer immer sie auch sind. Ich schätze, sie mögen Seelen. Im Hauptbuch stand, dass der Mörder ihnen schwarze Seelensteine bringen wollte, um sie gegen irgendeine Form von Belohnung einzutauschen. Vielleicht gehören sie zu diesem Kult der erwachenden Flamme, den der Mörder erwähnte. Na, die erwachende Flamme verehrt Merunes Dagon, aber ich habe noch nie was davon gehört, dass sie Seelen rauben. Dann wisst ihr also doch von ihnen. Dachte ich mir schon. Ihr scheint das alles sehr gelassen hinzunehmen. Als ob ihr schon solches und noch viel schlimmeres Grauen gesehen hättet. Tja. Dann gibt es diese erwachende Flamme also immer noch? Wenn unser Mörder einer von ihnen war, heißt das, es gibt sie schon seit Jahrzehnten in Gideon. Vielleicht sind die diejenigen, die diese Drohungen gegen euch angestoßen haben und euch von ihrer Fährte abzulenken. Bei den Acht. Ich hoffe nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie grauenhaft es sein muss, zu sterben und doch nicht zu sterben. Für immer in einem dieser schwarzen Seelensteine eingesperrt zu sein. Allein der Gedanke dreht mir schier den Magen um. Ich bin so froh, dass ich euch zu meinem Schutz habe. Wow. Okay, ah, da ist er. Die Phantomtür, die existiert jetzt einfach. Was? Frodo, ich? Okay. Komm, dann geh ich da mal hin. Da unten, finde die vermisste Kutsche. Ich glaube, er spawnt mir wahrscheinlich schon hinterher. Hoffe ich zumindest, ne? Ah ja, er rennt ja relativ schnell, also da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ich werde jetzt einfach hier ein paar von den Quests machen und die Main Quest natürlich. Wir machen die Main Quest aber auch zuerst noch. Also ich werde die Quests auf jeden Fall erstmal machen, die ich jetzt so, hier so offen habe. Ich muss dann auch nochmal gucken, vielleicht werde ich die Tage wahrscheinlich auch noch mehr spielen. Weil ich muss auch noch Chaos-Magie machen und in die Käsekrämer-Kerbe gehen. Weil ich zufällig in Cyrodiil war, da habe ich dann auch rein zufällig noch hier Shirogorath stehen gesehen. Und habe dann von ihm die Quest bekommen. Was sehr wichtig wäre. Oder was ich mir zumindest angucken will. Ja, wer möchte nicht wieder in die Käsekrämer-Kerbe gehen? Der Lune, was machst denn du da? Hm?
Mäuste. Die sitzt jetzt auf so einer... Was ihr zu wissen glaubt, wenn ihr mutig genug dafür seid. Tüte. Alle Dinge sind möglich. Die hier ist. Ich hab da eigentlich so eine Tüte hingestellt, die ist dann umgefallen und jetzt sitzt sie auf der Tüte, ne? Was ist denn los, Lune? Hm? Ja, komm mal. Ja, komm. Ja. Hm? Willst du nicht bei mir bleiben? Kann ich auch einfach auf die Tüte drauflegen, wenn du das willst. Na, jetzt kuschelt sie mit meinem Rucksack. Ich selbst bin kein einfacher Magier wie jene, die man im Haus der Träumereien findet. Ich führe Magie wie eine Waffe. Ich fülle sie aus. Ich forme sie nach meinem eigenen Entzücken und dem jener Leute, die meine Gunst haben. Für ein paar Münzen kann ich euch die Gunst erweisen, euch alles zu zeigen, was euer Herz begehrt. Okay, dann zeig mir etwas. Eine Münze und ich komme eurem Wunsch freudig nach. Was fängt eure Seele ein? Durch die Augen eines anderen Zeuge dieses Lebens zu sein? Zwischen den Wolken zu fliegen, stolz und frei? Jene zu sehen, die in Leichentücher gehüllt sind? Komm, ich will Leichentücher sehen. Geisterhaften Gestalten gebiete ich. Also zeigt, wie es am Ende aussieht. Es ist schade, dies sagen zu müssen, aber mein Werk ist vollendet. Bittet mich um ein anderes, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Okay, irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen betrogen, aber... Seht, da im Wasser. Könnte es das sein? Seht nach, was ihr herausfinden könnt. Blumensiegelring. Durchnässte Truhe. Schwarze Seelensteine. Ich fürchte mich vor der Frage, doch ich muss sie stellen. Was habt ihr gefunden? Ja, diesen Ring an dem Finger eines Skeletts gefunden, erkennt ihr ihn wieder. Zeigt einmal her. Ja, ich habe dieses Siegel schon zu viele Male gesehen. Seht ihr die Blumen, die das Gesicht umrankten? Das ist ein Symbol für die Bella. Das ist der Siegelring einer Hohepriesterin. Das kann kein Zufall sein. Dieses Skelett ist das von Priesterin Rolaine. Wir haben sie gefunden. Ich habe auch so schwarze Seelensteine in der Truhe gefunden, 3 Stück. Dann hatte Priesterin Rolaine die also dabei? Warum? Wusste Großmutter Cerise davon? Sie brachen zusammen auf und sind auch zusammen verschwunden. Das Skelett meiner Großmutter ist nicht hier. Also, bei den 8. Könnte Priesterin Rolaine die Mörderin sein? Wenn sie die Mörderin ist, warum ist sie dann tot und eure Großmutter verschwunden? Meint ihr... Nein, es kann nicht Großmutter gewesen sein. Sie war nicht in Gideon, als die Novizen getötet wurden. Die Priesterin hatte Zugang zur Schatzkammer und fand Gehör bei den Leuten. Es ergibt alles Sinn. Außer, wie sie starb. Vielleicht ein Unfall. Wir müssen einfach... Wartet! Seht da! Was? Ihr solltet Hallo sagen gehen, richtig? Ich folge euch auf dem Fuße. Welcher Geist? Ach, da hinten. Okay, der Geist ist ein bisschen upset, aber das Platin nehme ich erstmal mit. Lia, Liebe meines Lebens, ich hoffe, dass ihr das hier eines Tages findet. Es sieht danach aus, dass ich nicht mehr nach Gideon zurückkehren werde. Priesterin Rolaine hat mich tödlich verwundet und unsere Kutsche stürzte eine Klippe hinab in den See. Sie versank auf Nimmerwiedersehen und nahm eine Truhe und diese verräterische Priesterin, die sich in den Zügeln verhedderte, hatte mit sich. Außerdem habe ich mir das Bein gebrochen. Ich befürchte, das ist mein Ende. Rolaine hat mir irgendeinen Zauber entgegengeschleudert. Ich spüre, wie er an mir nagt, aber die Wahrheit muss einfach ans Licht. Also ist dies, mein Geliebter, sowohl Geständnis als auch Abschied. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Vor kurzem erfuhr ich, dass Priesterin Rolaine und die Hälfte der Konstabler von Gideon zu einem Geheimkult gehören, der die erwachende Flamme genannt wird. Rolaine hat Leute ermordet, deren Seele sie danach stahl. Und das vielleicht schon über Jahre hinweg. Sie bewahrt sogar Erinnerungen
an die Morde in einem verzauberten Stein auf, damit sie ihr krankes Spiel so oft sie will erneut erleben kann. Sie hatte den Verstand verloren, Lia, und viele der Novizen bezahlten den Preis für ihren Wahnsinn. Gestern Abend erfuhr ich, dass Ronin die gefangenen Seelen an eine Gruppe Nekromanten verschachern wollte, die sich die Inbildmeister nennt. Ich hätte gehofft, sie irgendwie anders aufzuhalten, aber ich musste schnell handeln. Die Novizen waren unsere Freunde und es blieb einfach keine Zeit, das hier anders zu planen. Es tut mir leid, dass ich euch nichts davon erzählt hatte, aber ich hatte Angst, dass sie euch etwas antun könnte. Jetzt, da Priesterin Rolain tot ist, müsst ihr den Erinnerungsstein und diese unterzeichnete Aussage zur Konstablerin von Lea Wien bringen. Wir müssen die erwachende Flamme auffliegen lassen, bevor sie noch jemand ermorden. Ich liebe euch so sehr. Ich hoffe, wir sehen einander eines Tages wieder, mein Geliebter. Möge die Bella euch segnen. Eure euch liebende Frau Ceres. Ja, okay. Das ist aber irgendwie ein bisschen mehr als nur eine Seite, aber wo ist denn der jetzt hin? Ich glaube, ich habe ihn verloren. Vielleicht hätte ich das Skelett auch vorher durchsuchen sollen, bevor ich hier den Brief benutzt habe. Ah, jetzt kann ich das Skelett durchsuchen. Lol. Schlammige Gemme. Ah, da ist Barik. Das ist Großmutter Ceres, oder? Sie war die ganze Zeit über in dieser Höhle. Verzeiht, dass ich euch warten ließ. Ich bin mir sicher, das Aufdecken blutrünstiger Kulte und eine Begegnung mit dem Geist eurer Großmutter gehören für euch zum Tagesgeschäft. Doch für mich ist das ein bisschen viel zu verdauen. Ich schätze, am Ende war doch etwas an diesen Träumen dran. Träume? Welche Träume? Ich weiß, ich hätte euch das von Anfang an erzählen sollen. Aber ich wollte euch nicht verschrecken, weil ihr denkt, ich wäre verrückt oder so. Das fing vor ungefähr einem Monat an. Jede Nacht weckt mich eine geisterhafte junge Frau aus dem Schlaf und starrt mich an, als ob sie etwas will. Und ihr glaubt, dass es eure Großmutter ist? Ich weiß, dass sie es ist. Sie hat uns beiden einfach nur ins Gesicht gestarrt und uns zu ihren sterblichen Überresten geführt, richtig? Aber was jetzt? Sie hat Rolands Intrige ein Ende gesetzt, aber niemand wird mir glauben. Auf den Germains wird weiter herumgetrampelt. Man wird einfach behaupten, dass ich das alles fingiert habe. Ich könnte euch die Nachricht überbringen. An jemanden anderen als die Sibylliten. Das könnte tatsächlich klappen. Keshu der Schwarzflosse und ihren Argoniern sind die Bella und ihre Schar keine zwei Krächzer wert. Keshus Kriegsmagier, Feuer aus Nichts, kennt die örtliche Geschichte. Er könnte uns womöglich zuhören. Großmutter Ceres hat uns den Beweis geliefert. Nutzen wir ihn. In Ordnung, dann gehen wir zu Feuer aus Nichts unterhalten. Dann gehen wir uns einmal mit. Feuer aus Nichts unterhalten. Warum starren die sich jetzt so gegenseitig an? Na egal. Who cares? Keine Ahnung, was gerade dieses komische Geräusch gemacht hat. Das müssen wohl irgendwelche Sumpfsachen gewesen sein. Keine Spur? Gut. Macht weiter.
Sonnengrüße, Beko. Die Augen eures Freundes wirken grau vor Sorge. Was grämt euch beide? Das war ich gemein. Wir haben im Mordfall an der Priesterin Rolaine ermittelt. Rolaine? Ah ja, die Prophetenfrau, um die diese Glatthäute trauern. Sie ist schon sehr lange tot, doch sie weinen noch immer. Es ist sehr seltsam, aber so leben die Kaiserlichen eben, schätze ich. Was habt ihr entdeckt? Etwas, um ihre Herzen zu beruhigen, hoffe ich. Ja, Beweise, die zeigen, dass Priesterin Rolaine eine Nekromantin und Serienmörderin war. Nun denn, ich hatte nicht erwartet, dass ihr das sagen würdet. Wenn das stimmt, wird es ein großes Wehklagen im Dibelaseum geben. Auch Unglauben. Sie verfluchen diese Cerise Germain und alle von ihrer Brut. Eure Beweise müssen so hart wie Stein sein. Sind sie. Cerise hat Rolaine getötet, aber nur um andere zu retten. Farik hat alle Beweise, die ihr brauchen werdet. Ich merke schon, dass ihr die Wahrheit sprecht. Im Namen von Keshu beanspruche ich den Bretonen Farik Germain als mein Mündel. Ich lege meine Hand auf den Hist und schwöre, kein Leid wird ihm hier angetan werden und die Wahrheit wird ans Licht kommen, ganz gleich, wie düster sie auch sein mag. Vielen Dank, Hauptmann. Den Acht sei Dank für Feuer aus Nichts und für euch. Ohne eure Hilfe hätte ich das niemals schaffen können. Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Diese Eiferer werden endlich die Wahrheit erfahren. Was werdet ihr jetzt tun? Ich schätze, ich werde in Gideon bleiben, bis wir diese Sache ein für alle Mal bereinigt haben. Ich will die Gesichter dieser Leute sehen, wenn sie sich damit abfinden, was hier wirklich vorgefallen ist. Und dann geht es zurück nach Bravil und in meine Schreinerei. Je früher, desto besser. Hab Dank, Held, für alles. Und ich bekomme Fariks erlesenen Stab der Gefühlskälte. Frostbiss, ah ja, okay. Wenn ich nicht darauf vertrauen würde, dass mich Keshu und ihre Agonia beschützen, würde ich auf der Stelle fliehen. Ich bin mir sicher, es gibt in Gideon mehr als genug Leute, die mich für das, was ich weiß, tot sehen wollen. Aber ich bleibe. Großmutter Cerise war eine Heldin und ich werde sie nicht enttäuschen. Dann lebt wohl. Ach, er ist immer noch mein... Ich glaube, das ist aber nur ein Bug. Daran, den Abgrund zu erobern, war ich schon nervös. Es war hart, aber wir haben es geschafft. Na gut, dann gehe ich jetzt auf jeden Fall zum Herrenhaus. Und mit dieser Ysara spreche ich später. Und wenn ich das hier gemacht habe, also wenn ich damit ja fertig bin, kriege ich endlich einen Gefährten. Das wird gut. Wird auch Zeit. Ich befürchtete schon, ich hätte die falsche Botin angeworben. Hier am Drahf. Dann habt ihr meine Nachricht also erhalten? Ach, das ist der Typ von der dunklen Bruderschaft. Ich hatte schon Sorge, eine unfähige Botin angeworben zu haben. Ihr wisst schon, die Sorte, die das Gold nimmt und den Brief auf den Misthaufen wirft. Ich musste im Lauf meines Lebens schon ein paar von denen ausschalten. Der Brief hatte erwähnt, ihr habt Informationen. Ihr kommt ohne Umschweife zum Geschäftlichen, was? Ich fragte mich nur, ob ihr im Ei und Hammer mal den Sumpfaal in Brombeerweinsauce probiert habt. Das soll die Spezialität des Hauses sein. Wie dem auch sei. Wann das ja? Ich habe einmal nachgebohrt und bin auf etwas gestoßen. Das Amnis-Herrenhaus. Wo ist denn die Verbindung zu Vandasia? Nun, ich habe nachgedacht. Ein Kult wie die erwachende Flamme bezahlt sich nicht von allein. Er braucht reiche Gönner, habe ich nicht recht? Natürlich habe ich das. Wie dem auch sei, Martus Amnis. Er ist ein bekannter Unterstützer Vandasias. Und insgeheim ein Dagonist. Großzügig noch dazu, wie ich gehört habe. Und was werde ich hier finden? Hey, ich kann ja nicht alles machen. Durchsuch das Herrenhaus. Man munkelt auf den Hinterhöfen, dass etwas Großes geschehen wird. Irgendeine Art von Anlass. Und da stinkt alles nach Vandasia. Vielleicht gibt es hier etwas, was euch darauf hinweist. Ja, okay. Find's gut, dass er einfach neben dem Haus einfach so stehen bleibt, ne? Entschuldigt, dass ich so lange brauchte, um herzukommen. Sehen wir uns um. Knoblauch, Pfeffer, Wildsteak. Okay. Brief von Martus Arnes. Martus, habt ihr eure Einladung erhalten? Oh Gott, das ist langer, ne? Ist aber auch nicht wirklich wichtig. Vandasia könnte auf dem Salvito-Anwesen am Dunkelforstsee sein?
Doch also. Über welche Art von Ereignis reden Sie da? Die ist eine gute Frage. Der Schrank ist leer. Sieht aus, als wäre Amnis schon zu diesem Ereignis aufgebrochen. Was immer es ist. Und gucken wir mal. Begleitschreiben zur Einladung. Ihr seid hiermit herzlich eingeladen zu einer höchst besonderen Veranstaltung zu Kreise eurer Brüder und Schwestern unserer herausragenden und exklusiven Ordens. Der gnädige Ratsherr Vandasia wird uns ein geschichtsträchtiges Spektakel präsentieren, dessengleichen die Welt noch nicht gesehen hat. Er möchte, dass ihr an den Festlichkeiten teilhabt. Beiliegend findet ihr eine besondere Münze sowie genaueres bezüglich Anreise und Unterkunft. Bringt Bekleidung für ein mehrtägiges Fest mit, einschließlich formeller Kleidung und eurer Ordensrobe. Und vergesst die Münze nicht. Sie sichert euch die Überfahrt zum Ort der Veranstaltung. Möge das Feuer nie zaudern und möge die Flut nie versiegen. Okay. Das ist nur das Begleitschreiben. Die eigentliche Einladung fehlt. So wie die Münze. Ich denke, das ist alles, was wir finden werden. Sehen wir uns noch einmal die Beweise an und versuchen wir herauszufinden, was hier vor sich geht. Sind wir jetzt hier bei Blau und Schlau oder was? Dieser Brief von Anders deutet darauf hin, dass man das jetzt zum Salvito-Anwesen gereist ist. Genau. Hier steht, es liegt am Dunkelforstsee. Darin wird auch eine Art Anlass erwähnt. Und ich glaube, sowohl Amnes als auch der Absender dieses Briefs gehören zum Orden der Erwachenden Flamme. Echte Dagonisten hier in Gideon. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber dieser Anlass klingt, als würde Vandasia planen, seinen Anhänger etwas Besonderes zu offenbaren. Ich habe mir das Gleiche gedacht. Könnte er vielleicht die anderen beiden Ambitionen gefunden haben? Und sind die auch Personen? Angeknackste Eicheln. Bei Geheimnissen kriege ich immer Kopfschmerzen. Ich habe lieber klare Ziele, die ich mit Pfeilen spicken kann. Wir haben auch einen Teil einer Einladung gefunden und bemerkt, dass sein Kleiderschrank leer war. Klingt, als würde man für diesen Anlass eine Reise unternehmen müssen und eine besondere Münze brauchen. Da wir weder Münze noch Einladung haben, sollten wir zunächst zum Salvito-Anwesen reisen. Ich glaube, es liegt nördlich von Gideon am Dunkelforstsee. Wir treffen uns dort. Okay. Du hast aber nur vorhin gesagt, ah ja, hier, dieses Anwesen. Ah, das ist ja beim Dunkelforstsee, ne? Der ist ja gar nicht so weit von hier. Oh, ich glaube, das Anwesen liegt nördlich von Gideon. Es könnte am Dunkelforstsee sein. Okay. Wer auch immer das geschrieben hat, ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen weird. Nun gut, wir sehen uns dort. Aber die Person wusste nicht mehr, was sie geschrieben hatte, ne? Können wir mir vorstellen, du schreibst so diesen Dialog, machst so Punkt, denkst du, ah, okay. Ah, oh, so spät schon, Feierabend. Und dann, am nächsten Morgen, bist du so richtig, richtig tot und denkst du, ah, verdammt, ich muss den Dialog noch zu Ende schreiben, ne? Und dann schreibst du einfach nochmal das, was du einfach vorher geschrieben hast, einfach nochmal in Weird einfach drunter. Oh, cool. War schon irgendwie weird. Vor allem dieses, ja, sie sagt zu jedem Beweis, sagt sie etwas, ne? Sie hat genau das gesagt, was ich da nochmal, und dann so, oh, wir müssen die Beweise nochmal durchgehen. Weird. Die hätte auch gleich sagen können, ah ja, hier, ne? Gehen wir gleich zum Anwesen. Achso, das war ein Zweigling. Der Zweigling geht mir aber ehrlich gesagt ziemlich am Hintern vorbei. Dann spawnt Evely wieder aus dem Nichts. Ich sehe es schon. Speer der wachenden Flamme. Oh. Okay. Der ruft einfach mal so einen Clan-Band auf, einfach so mit rein. Und da gammeln natürlich auch gleich die erwachenden Flammen-Dudes rum. Der Elementarist. Aber die sind keine wirkliche Herausforderung.
Wo ist denn Ibeli jetzt eigentlich? Die spawnt wahrscheinlich wieder bei mir, wenn ich hier das Dings Tja. Da seine Beschwörung nicht so ganz funktioniert, ne? Bringt mein Gepäck zum Anleger! Schnell! Ich will mit der Flut in See stechen! Da komme ich gar nicht rein. Ach, da komme ich aber hoch. Zimmerservice! Haltet sie auf! Ist auch nicht wirklich schwierig, ihm zu folgen. Oh. Okay. Er flieht einfach durchs Fenster. Er macht so einen Hechtsprung raus. Haltet sie auf! Ich muss mein Boot erreichen! Haltet sie auf! Ich renn dir hinterher! Oh, jetzt ist er verschwunden. Gammelt er da drüben. Dann mache ich halt die vier Leute hier platt. Wobei die eine wahrscheinlich dann abhauen wird. Tja. Edelsteine, Goldjuwelen, was immer ihr auch wollt, es ist euer. Nur tut mir nichts an. Ach, du kannst mir eigentlich auch alles geben. Warte, Vandasia, wo ist er? In Ordnung, ja. Vandasia war hier. Er machte eine Stippvisite mit seinem neuen Schützling. Aber er ist lange weg. Vielleicht könnt ihr ihn noch einholen, wenn ihr euch beeilt. Ein neuer Schützling? Also, eigentlich Gefangener. Er machte kurz Halt, um ihn vorzuführen. Er gab mir einen kleinen Vorgeschmack auf das große Ereignis. Bitte, ich sollte euch nichts davon erzählen. Das widerspricht unserem Kodex. Erzählt mir mehr von diesem Anders. Wo ist er und wie komme ich dorthin? Niemand außerhalb des Ordens darf... In Ordnung. Ich merke schon, dass man mit euch nicht reden kann. Nehmt meine Einladung und meine Münze. Ihr werdet beides brauchen, um an Bord des Schiffes zu kommen. Die Unheil. Sie sticht sehr bald vom Anleger in Leerwien aus in See. Okay. Ein Schiff am Anleger von Leyavin? Wo hält denn Vandasia sein Ereignis ab? Und er hat einen Gefangenen? Das klingt, als hätte er eine der Ambitionen gefunden. Valvito hat uns seine Einladung, diese seltsame Münze gegeben. Lasst mich die mal sehen. Was für eine seltsame Münze. Das Symbol darauf. Es sieht wie eines der Symbole aus dem Buch aus, das ich bei mir führe. Hier, ihr behaltet die Münze besser. Wenigstens wissen wir jetzt, wie man zu Vandasias Anlass gelangt, wo auch immer der stattfindet. Ihr meint also, wir sollten an Bord dieses Schiffes gehen? Auf jeden Fall. Treffen wir uns in Leyavin. Laut der Einladung braucht man für den Anlass förmliche Gewandung. Also werden wir einen Schneider besuchen müssen, bevor wir zum Anleger gehen. Ich werde euch an dem großen Baum gleich hinter dem Stadttor treffen, sobald ich mich um Salvito gekümmert habe. Okay. Und sie sagt ihm nichts mehr. Dann reise ich jetzt einfach rüber nach Leyavin. Und so, wo ist denn Eveli? Irgendwo da oben. Ich habe euch nicht verpasst. Wir haben nicht viel Zeit, bevor das Schiff ablegt. Also setzen wir uns lieber in Bewegung. Sollten wir geradewegs zum Anleger gehen? Nein, in der Einladung stand, wir bräuchten förmliche Gewandung, um an Vandasias Anlass teilzunehmen. Als ich Salvito bei Gouverneurin Keshu ablieferte, hat sie vorgeschlagen, dass wir so etwas beim Schneider hier in der Stadt bekommen könnten. Müssen wir wohl diesen Schneider finden? Es ist nicht weit. Ziemlich genau in der Mitte der Stadt.
der Laden heißt wohl Rüstung und feine Stoffe. Keshu hat vorgeschlagen, dass wir nach einem Schneider namens Perzius Locke fragen. Er soll sein Handwerk verstehen. Ich treffe euch dort. Gelebt wohl. Rüstung und feine Stoffe ist direkt im Stadtzentrum. Ich treffe euch dort. Verpufft sie dann auch gleich oder läuft sie da jetzt direkt hin? Na, sie läuft direkt hin. Gut. Ein guter Name. Ihr kümmert euch um den Schneider. Ich brauche noch einen Moment, um... Willkommen, willkommen in unserer kleinen Schneiderei. Augenblick, ich kenne euch. Seid ihr mir gefolgt? Ich hatte schon Kunden, die mit meinen Waren sehr warm wurden, aber noch nie ist mir jemand von einem Ort zum anderen gefolgt. Gehört ihr zu der jungen Waldelfin? Wie kann ich euch behilflich sein? Hallo Perseus, wir brauchen Gewandung für einen formellen Anlass. Könnt ihr uns helfen? Euch helfen? Das kann ich in der Tat. Es ist gut, dass ich alles zusammengepackt habe und nach Leyawin gegangen bin. Ich mag mir kaum vorstellen, wie jemand anderes als ich euch für einen formellen Anlass einkleidet. Also, wie formell wird es denn? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Gastgeber scheint Ratshalber, das hier zu sein. Ein Anlass, der von einem Mitglied des ehemaligen Ältestenrats gegeben wird? Bei meiner Treu. Das erfordert schon eine äußerst formelle Gewandung. Leider geht solche Kleidung auch mit einem ordentlichen Preisschild einher. Selbst für einen Freund kann ich nur begrenzt viel tun. Aber vielleicht lässt sich da etwas machen. Was meint ihr? Die Übereinkunft ist ganz simpel. Ich brauche Seide von den Blauflüstern-Motten für die Linie der nächsten Saison. Bringt mir ein paar Bündel und ich tausche sie euch gegen die Gewänder ein, die ihr sucht. Die Motten nisten im Norden, entlang des Flussufers. Oder ihr zahlt mit Gold, falls ihr euch das leisten könnt. 347 Gold. Easy. Ach komm, ich mach das so. Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Also bitte, nehmt euch die Zeit und sucht die Montur aus, die am besten zu euch passt. Ihr wollt blendend aussehen und den bestmöglichen Eindruck hinterlassen, wenn ihr an einem formellen Anlass teilnehmt. Okay. Kunstvolle Montur. Das steht euch gut. Wartet, während ich das hier anprobiere. Wo gehört dieses Teil hin? Was soll ich denn mit dem Ding anstellen? Das kratzt. Und ich kriege keine Luft. Na schön. So. Na, wie sehe ich aus? Nun seid ehrlich. Ich sehe in dieser Montur lächerlich aus, oder nicht? Das steht euch hervorragend, Evelie. Meint ihr wirklich? Danke. Ihr seht aber auch gut aus. Also... Ihr dürft den Adligen geben und ich bin eure Begleitung. Mit diesen Monturen, der Einladung und der Münze sollten wir einfach an Bord der Unheil spazieren können. Wenn ihr dann bereit wärt, lasst uns hinüber zum Anleger von Leyawin gehen. Genau, seid einfach ganz natürlich und niemand wird ahnen, dass wir nicht auf Vandasias Feier gehören. Aber erwartet bloß nicht, dass ich in dieser Aufmachung renne, ausweiche oder Pfeile abschieße. Die ist nicht gerade für plötzliche Bewegungen gemacht. Ja gut, das glaube ich schon. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, nach da unten. Aber warum blau? Ich hätte gerne rot getragen, bin ich ehrlich. Würde zu den Dagonisten eigentlich auch eher passen. Da kann ich jetzt auch nicht einfach ins Wasser... Oh doch, da kann ich ins Wasser springen. Ihr seid hier. Dieser tote Stumpf hat bei mir das Laub zum Rascheln gebracht. Und wer seid ihr? Dieses Schiff wurde für einen privaten Anlass gebucht.
Wir sind hier, um zum Anlass zu reisen. Ach ja? Und wo ist eure Einladung? Hier bitte sehr, und da ist unsere Münze. Evelie hier wird mich begleiten. Salvito und Gast, was? Alles klar. Das scheint alles seine Richtigkeit zu haben. Willkommen an Bord. Geht unter Deck und sucht euch eine Koje. Wir legen bald ab und es wird eine lange Reise. Okay. Muss ich da runter? So, wir sind an Bord. Überlegen wir uns unsere nächsten Schritte. Wir müssen auf dem richtigen Schiff sein. Alle sind gekleidet, als würden sie gleich Tee mit Königin Ayran selbst trinken. Soll eine lange Reise sein. Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Wir sollten nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Schließlich soll ja niemand darauf kommen, dass wir eigentlich nicht hier sein sollten. Ich schätze, wir könnten mit den anderen Gästen sprechen und nachhören, ob wir etwas erfahren können. Seid nur vorsichtig, in Ordnung? Vorsichtig mit den anderen Gästen sprechen, geht klar, dann was dann? Sollten wir unsere Kojen suchen und uns etwas ausruhen. Wir wollen bereit sein, wenn dieses Schiff an seinem Ziel ankommt, wo auch immer das sein mag. Ja, gut. Ich erinnere mich nicht an euch. Das muss wohl das erste Mal sein, dass ihr einen von Vandasias Anlässen miterlebt. Euch erwartet ein besonderer Leckerbissen, mein Freund. Ein wirklicher Leckerbissen. Doch sagt mir, kennt ihr den Ratsherrn schon lange? Nein, wir sind uns erst unlängst begegnet. Ah, ein neuer Rekrut für unsere Sache. Willkommen, willkommen. Ich beneide euch. Ich erinnere mich noch genau an meine erste Überfahrt nach... Überfahrt wohin? Die Einladung nannte uns unseren endgültigen Bestimmungsort nicht. Nein, nein, mein Freund. Ich würde euch nicht die Überraschung verderben wollen. Ich schlage allerdings vor, dass ihr euch ein wenig ausruht. Die Fahrt führt uns durch einige sonderbare Gewässer. Ich habe festgestellt, dass ich die rauen Stellen lieber verschlafe. Dann ist die Reise außerdem auch schneller vorbei. Wow. Euch kenne ich nicht. Vandasia und seine vielen Anwerbungen. Mir wäre die Gesellschaft von langjährigen Gläubigen lieber als die von frischen Initianten, die gerade erst geschlüpft sind. Ja, bis ihr wohin das Schiff unterwegs ist? An einen spektakulären Ort. So hat man mir es gesagt. Vandasia gibt gern an. Gerüchten zufolge hat er uns diesmal etwas wirklich Wichtiges zu zeigen. Ich freue mich schon darauf, es zu sehen, was immer es sein mag. Irgendeine Vermutung, was sein könnte? Vermutungen. Davon habe ich so viele, wie Sterne am Himmel stehen. Doch solche Spielchen bringen uns nicht näher an die Wahrheit. Ich schlage vor, ihr denkt einmal gründlich über die Segen von Feuer und Flut nach, Initiant. Das ist alles, was euch im Moment beschäftigen sollte. Ganz gleich, was Vandasia Gegenteiliges behauptet. Von Feuer und Flut. Ja gut, dann in die Kojen. Und das ist das Totenländerfest, der gewaltige Zitadellen. Ich dachte eigentlich immer, dass hier Lava ist, aber... Wie konntet ihr das nur verschlafen? Alle anderen sind schon von Bord gegangen. Wir müssen uns beeilen. Wo sind wir? Nun, dem letzten Pärchen edlen Geblüts zufolge, das das Schiff verlassen hat, sind wir irgendwo in den Totenländern, der Ebene von Merunes Dagon im Reich des Vergessens. Ich schätze, Vandasia will wirklich auf keinen Fall gestört werden. Und wo sollen wir jetzt hin? An denselben Ort, an den auch die Adligen gegangen sind. Von Bord und dort entlang. Da drüben gibt es eine Art Feste. Das muss der richtige Ort sein. Okay, ich bin direkt hinter euch. Seht ihr mal nach, worum es hier eigentlich geht. Ah, da ist auch wieder dieses Blutgras.
Oh, es wäre actually sehr interessant eigentlich. Bleibt auf dem Pfad. Ohne Witz. Ne, so ein Baum mit so Stacheln, ich würde dich einfach anpieksen so. Entschuldigt bitte die Unordnung, Eure Exzellenz. Sieht mir wieder so krass Oblivion-Vibes. Ah, er hat sich schnell ausgezogen und wieder angezogen. Man kennt das ja. Oh. Na schön, das ist schräg. Wir sind im verdammten Reich des Vergessens und diese angeknacksten Eicheln feiern ein Fest. Ich frage mich, wann Vandasia vorhat aufzutauchen. Meint ihr, wir sollten abwarten, was Vandasia zu sagen hat? Nein, seht euch um. Er hat diese Leute hierher gebracht, um ihnen zu zeigen, dass er die Kontrolle ausübt. Dass er die Macht und die Gunst Merunes Dagons hat. Ich glaube, wir müssen diesen Ort erkunden und herausfinden, was er vorhat, bevor er es der Welt selbst offenbaren kann. Der Ort ist riesig. Das ist genau der Grund, warum wir uns in Bewegung setzen sollten. Wenn er eine Ambition gefunden hat, können wir sie vielleicht befreien. Und falls es etwas anderes ist, nun, dann müssen wir herausfinden, was es ist. Und uns überlegen, was wir damit anfangen, solange uns noch Zeit bleibt. In Ordnung. Sehen wir uns hier um und versuchen wir einen Blick auf Vandasias Überraschung zu erhaschen, bevor sie diesen verderbten Adligen vorführt. Oh, hey, seht! Ist das Lyrant? Was macht sie denn hier? Bin mir nicht sicher, ich werde mit Lyrant sprechen, aber meint ihr wirklich, dass all diese Leute Mitglieder der wachenden Flamme sind? Das ist der Eindruck, den ich habe. Zumindest bei jedem, der nicht ihr, ich oder Lyrant ist. Ich frage mich, was sie da drüben macht. Sei's drum, da sie alle so unbesorgt und freudig erregt darüber wirken, bald Wein in den toten Ländern zu schlürfen, wie könnten sie da keine Kultisten sein? Ah, oh, kleiner Sterblicher. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr auftaucht. Und wo habt ihr diese Montur her? Ist das wirklich das... was bei der Elite von Tamriel in diesem Jahrhundert modisch als der letzte Schrei durchgeht? Achtet nicht auf meine Montur, Lyrant. Was macht ihr hier? Ich hatte euch gesagt, dass ich meine eigenen Ermittlungsansätze habe. Warum überrascht es euch da, dass ich bei Vandasias großer Verkündigung zugegen bin? Außerdem hat die Dagonistin, von der ich diese Münze habe, sie mir allzu gern überlassen, als ich sie aus ihren toten kalten Händen nahm. Wisst ihr, was Vandasia bei diesem Anlass enthüllen wird? Nicht genau. Ich konnte mich nicht so frei bewegen, wie es mir lieb gewesen wäre. Ich will mich Dagons Dremora nicht früher offenbaren, als ich muss. Doch einige dieser Sterblichen glauben, Vandasia habe endlich eine der Ambitionen gefunden. Denkt ihr, das geschafft, eine Ambition zu finden, meine ich? Soweit ich das verstehe, sucht er schon seit Kaiser Leowigs Tod nach ihnen. Ich würde vorschlagen, ihr nutzt eure Verkleidung und seht, was ihr herausfinden könnt, bevor Vandasia mit dieser Zauberposse beginnt. Ich werde in der Nähe bleiben. Okay. Entspannt euch. Ratsherr Vandasia wird jeden Augenblick zu euch stoßen. Ja, okay. Ich gucke mich einfach mal um. Ich muss natürlich auf die Toilette, meine ich. Ich glaube nicht, dass die wollen, dass wir allein hier herumwandern. Ich glaube, ich gehe denen jetzt einfach mal aus dem Weg. Wenn jemand... Oh, das mit dem... Wahrgeschworenen Veteranen. Was haben wir denn hier?
Sombren. Ich sage euch das, was ich Vandasia gesagt habe. Ich bin Sombren und ich diene nicht den Wünschen eines Dagon-Kultes. Dann lässt Vandasia also einige seiner zahmen Adligen kommen, um seinen großen Preis zu bestaunen? Hinfort, ihr Geier! Wir sind keine Adligen, wir sind hier, um Vandasias Pläne zu durchkreuzen. Ihr seid zu wenige, um Vandasia aufzuhalten. Er hat eine Armee aus Elitesoldaten, irren Kultisten und dädrischen Kreaturen, die Merunes Dagon ihm persönlich unterstellt hat. Wir sind hoffnungslos deklassiert. Und was ist eure Rolle bei dem Ganzen? Meine? Ich stehe im Mittelpunkt dieser dädrischen Angelegenheit. Vandasia will mich seinem dädrischen Fürsten opfern. Er bezeichnete mich als eine der vier Ambitionen von Merunes Dagon. Anscheinend denken sie, mein Tod wird ihnen allen unbegrenzte Macht verleihen. Und seid ihr das, eine der Ambitionen? Ich weiß es nicht. Möglicherweise. Meine Mentorin hat den Begriff einige Male verwendet, aber ich habe nicht darauf geachtet. Hört mal, um Vandasia aufzuhalten, müsst ihr mich befreien. Sucht den Schlüssel für diese Ketten. Kühnvogt Dezerok hat einen. Seine Kammer liegt im Norden. Ihr besorgt den Schlüssel. Ich okay. Bleibe hier und wache über Sombren. Okay. Die Kammer ist wahrscheinlich da ganz oben im Eck. Ja. War mir doch klar. Wenn ich in die Mitte der Map muss, aber die Map noch ein ganzes Stück weiter geht, bedeutet das nur, dass die Quest natürlich dann darüber führt. Ist doch immer so. Na cool, Nieten aus der leeren Legierung. Oh, ich bin im falschen Raum. Das ist mein Hundi, das mir das da Geräusche macht. Kühnvogt Dezerok. Ein Sterblicher ist hier willkommen. Nicht einmal der hohe Priester. Ich werde euer Fleisch wie einen Mann dort Wäre interessant. Oh, da habe ich den Apfel mitgenommen. Die Gefangenen hier so aus den Käfigen rauszulassen. Vielleicht wollen sie sich ja rächen. Tja. Ich hab dir nicht wirklich eine Chance, was? Aber die sind natürlich auch einfach wack. Da müssen sie schon schwierigere Sachen entgegenwerfen. Und die Kämpfe in der Kaiserstadt zum Beispiel mal recht schwierig. Weil da gehen zum Beispiel meine ganzen Ausrüstungssachen nicht. Also meine Set-Bonis, die helfen mir da nicht. Weil normalerweise würde ich mich ja eigentlich heilen. Ich habe ja die Set-Bonis ja extra so gewählt, dass ich Sachen habe, damit ich da relativ easy im Fight überleben kann. Aber wenn das da nicht so funktioniert, ist es immer ein bisschen schwierig. Hey, hier drüben! Wir kommen zu spät. Während ihr nach dem Schlüssel gesucht habt, ist Vandasia eingetroffen und hat die Adligen hereingerufen. Er hat mit seiner Vorstellung angefangen. Gut,
Doch es ist ja nicht so, als ob wir da einfach hineinlaufen können und... Moment mal, das ist es! Wir laufen also einfach so da rein. Wenn wir für eine Panik sorgen können, werden diese Adligen schreiend umherlaufen und für ausreichend Ablenkung sorgen, damit ihr den Schlüssel verwenden und Sombren befreien könnt. Wir müssen das nur schaffen, bevor Vandasia zu dem Teil kommt, an dem er Sombren opfert. Schiebt euch ja was Bestimmtes vor. Nehmt diese Stinker. Das sind Insekten, die an Taukäfer erinnern. Sehr lecker, aber sie geben auch einen scheußlichen Gestank ab, wenn sie sterben. Ich habe sie mir eigentlich für später aufgehoben, aber ich besorge mir einfach neue. Platziert sie überall in der Halle. Sobald ihr das Signal gebt, feuere ich ein paar Pfeile ab. Das klingt nach einem Plan. Lasst die Stinker einfach am Rand der Kammer fallen. Sobald ihr sie platziert habt, gebt ihr mir ein Zeichen und wartet, bis die Gestankswolken sich wieder verzogen haben. Dann könnt ihr Sombren befreien. Ich hoffe aber, dass ihr lange die Luft anhalten könnt. Schon eine Menge über diese Käfer zu wissen. Wir hatten einen Befall in meinem Dorf, als ich noch ein kleines Mädchen war. Wenn man weiß, wie man es anstellen muss, kann man sie töten, ohne dass sie stinken. Sie schmecken ziemlich köstlich. Doch wenn man sie einfach nur zermalmt oder mit einem Pfeil abschießt, puh, das ist das, worauf wir zählen. Okay, also die Hälfte davon wollte ich gar nicht wissen. Überall auf. Gebt mir dann ein Zeichen, sobald ihr fertig seid. Brüder und Schwestern der wachenden Flamme, seht unsere Zukunft! Dies ist eine der vier sagenumwobenen Ambitionen von Myrones Dagon. Und ihr Tod wird uns alle erheben. Wie die anderen ihrer Art wurde sie nur zu einem Zweck erschaffen. Uns ihre Macht zu verleihen und unserem dunklen... Das nenne ich mal eine Ablenkung. Diese Schnappen wir uns Sombren und verschwinden wir von hier. Vernichtet sie! Hab Dank, Fremder. Hier entlang. Verdammt. Bevor der Geruch euch überwältigt. Wo ist entkommt? Geht. Ich kümmere mich um die Eindringlinge. Sei es drum. Wenn ich die Eingangshalle erreichen, kann ich ein Portal zurück nach Mirren öffnen. Ah, okay, das ist gut. Man könnte sagen, die anderen sind in die andere Richtung gegangen. Tja, Pech gehabt. Die ignoriere ich jetzt einfach. Ganz ehrlich. Komm, ich laufe wieder da drüben runter. Bogennutzer, das ist ein guter Name. Beschreibt ihn auf jeden Fall 100%. Oh. Ich brauche einen Augenblick. Steht auf, Sandrin! Wir müssen hier raus! Ich kann nicht. Zu erschöpft. Ich helfe Sandrin. Ihr müsst euch um diese Dämonen kümmern. Kein Problem. Bin schon dabei. Was dann noch alles? Au. Da leuchten gleich seine Augen. Oh. Das ist ein Leuchtebogen. Mit Leuchtepfeilen, die explodieren. Ich habe das Gefühl, der wechselt einfach alle Waffen durch. Aber jetzt ist er tot. Ich habe ein Portal geöffnet, kleiner Sterblicher. Verschwindet mit euren Gefährten von hier. Wir werden uns wiedersehen. Das garantiere ich. Ja, okay. Wenn sie es mir garantiert, dann garantiert sie es mir.
Hab Dank, dass ihr mich befreit habt. Ich stehe in eurer Schuld. Könnt ihr mir sagen, woher ihr kommt? Ja, wie man das ja euch gefangen genommen hat. Das alles zu erzählen, würde zu lange dauern. Sagen wir einfach, es war ein Fehler, an einen Ort zurückzukehren, an dem ich einst lebte. Ich war unachtsam und plötzlich war ich von Vandasias Kultisten umzingelt. Sie überwältigten mich und ich erwachte in Ketten. Ich sollte euch zu den anderen Ambitionen bringen. Ja, ich würde diese anderen Ambitionen gern treffen. Herausfinden, wer sie sind und was wir sind. Und mehr über diese Macht erfahren, die Vandasia uns anscheinend entreißen will. Geht voran und ich werde euch folgen. Los geht's. Sombren in den Tempel von Dibella. Dann treffen wir uns bei der Gouverneurin. Geht voraus, mein Freund. Okay. Ah. Geht, Freund. Sprecht mit Eveli. Die Zwillinge und ich haben viel zu besprechen. Ich bin Destron und das ist meine Schwester Kalia. Aber wer seid ihr? Mein Name ist Sombren. Und ich bin, wie ihr, eine Ambition. Noch eine Ambition? Wirklich? Wie schön, euch kennenzulernen. Wow, wow. Okay, mehr haben sie nicht zu sagen. Dann gehen wir wieder zu Eveli. Vielleicht wartet sie ja schon draußen. Wisst ihr, ich könnte mir vorstellen, dass dann am Ende diesen Plot-Twist gibt und dann ist Eveli einfach auch eine Ambition. Und man wusste es die ganze Zeit nicht. Und wenn alle viel zusammenkommen, dann sagen die, hahaha, darauf haben wir gewartet, Idiot. Hat sich Sombren im Tempel eingerichtet? Habt ihr ihn den Zwillingen vorgestellt? Sombren ist sicher im Tempel bei den Zwillingen. Perfekt. Ich habe der Gouverneurin gerade erzählt, was alles geschehen ist. Wie wir in die Totenländer gereist sind und Vandasia davon abgehalten haben, die dritte Ambition zu opfern. Wir müssen uns unsere nächsten Schritte überlegen. Oh, bevor ich es vergesse. Hier ist euer Anteil der Entschädigung. Okay, vielen Dank. Bis jetzt habt ihr euch gut geschlagen, Söldner. Jetzt müssen wir reden. Okay. Jeder Stein, den man in einen Teich wirft, sorgt für Wellen. Die Steine, die ihr geworfen habt, haben für viele Wellen gesorgt. So gern ich euch auch helfen möchte, muss ich doch an Gideon und seine Sicherheit denken. Was meint die Gouverneurin? Mein Meisterspion hat mir erzählt, dass Ratsherr Vandasia noch immer seine Augen in dieser Stadt hat. Dass wir nun sogar befürchten müssen, dass er weiß, dass wir die Ambitionen beherbergen. Dass er seine Kultisten zusammentrommelt, um Gideon anzugreifen. Die Gegenwart der Ambitionen bringt meine Leute in Gefahr. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Wir müssen die Ambitionen sicher unterbringen, aber wir brauchen einen besseren Platz, um sie zu verstecken. Sprecht mit den Ambitionen. Diese dritte, die ihr gerettet habt. Sombren hieß er, oder? Eveli meinte, er wäre nicht in einem Gewölbe weggeschlossen gewesen, als der Kult ihn fand. Möglicherweise weiß er mehr als die Zwillinge. Ja gut, ich werde mit den Ambitionen sprechen. Ich würde niemanden abweisen, der Hilfe braucht. Wir werden die Ambitionen schützen, solange wir können. Doch ich fürchte, meine Legionäre werden Vandasias Streitmacht nicht abhalten können, wenn sie angreift. Geht zum Tempel von Dibella, sobald ihr bereit seid, mit ihnen zu sprechen. Warum macht ihr euch plötzlich solche Sorgen wegen der Streitkräfte von Vandasia? Mein Meisterspion hat mir von einem Aufflammen von Aktivitäten berichtet, die besorgniserregend sind. Trotzdem teilt die Schwarzflossenlegion so gut aus, wie sie einsteckt. Sogar noch besser. Am meisten Sorgen macht mir der Gedanke an einen möglichen Verrat. Verrat? Vandasias Familie ist mächtig und tief in Dunkelforst verwurzelt. Seine Spione und politischen Verbündeten füllen Gideon wie Wein den Kelch. Und nicht alle sind Kultisten, zumindest nicht öffentlich. Ich fürchte den Feind, den wir nicht sehen,
Mehr als den, der offensichtlich ist. Das stimmt. Das sollte man nicht unterschätzen. Dann gehen wir mal zu den Ambitionen. Nun zu, Kalia. Entfesselt eure Macht. Genauso wie in der Klausur. Nun gut, wenn ihr das sagt. Nein, halt! Etwas stimmt nicht. Stopp, Kalia. Hört auf. Ich kann nicht. Wartet, lasst mich helfen. So. Wie habt ihr das gemacht? Ich lernte, meine Kräfte zu beherrschen, nachdem ich mein Gewölbe verlassen hatte. Als ich aus meinem Gewölbe befreit wurde, brauchte es Monate, bis meine eigenen Kräfte derart angewachsen waren. Und fast hätte es mich vernichtet. Ich bin überrascht, dass Kalia so rasch nach ihrer Freilassung an diesen Punkt kommt. Warum hat Kalia so die Beherrschung verloren? Unsere Macht wächst exponentiell, sobald wir den Schutz unserer Gewölbe verlassen. Genau dafür wurden sie gebaut. Doch Kalias Macht ist schneller angewachsen als meine. Sie hätte sie um ein Haar verschlungen. Wenn nicht meine Mentorin gewesen wäre, hätte mich dasselbe Schicksal ereilt. Wie seid ihr um Gewölbe entkommen und was sagt ihr da über eine Mentorin? Als Herzog Warens Streitmacht vorbeizog, haben sie mich befreit. Für die war ich nur ein weiterer politischer Gefangener. Ich streifte eine Zeit umher, während meine Kräfte auf ein Maß anwuchsen, das dem entsprach, was ihr hier gesehen habt. Dann fand mich meine Mentorin. Ihr meint, diese Mentorin könnte Kalia und Destron beibringen, wie sie ihre Kräfte bändigen. Ich gehe davon aus. Und es dürfte sicherer sein, wenn wir drei eine Zeit lang verschwinden. Es gibt einen alten Schrein nordwestlich von hier. Treffen wir uns dort. Ich würde vorschlagen, ihr sagt eurer Waldelfengefährtin, wohin wir gehen. Sie wirkt wie jemand, der sich sorgen würde. Gute Idee, ich werde es Ibidi sagen. Dann treffen wir uns an einem Schrein. Trefft uns in der Marsch im Nordwesten. Ich werde Kalia und Destron mitnehmen, um euch am Schrein zu treffen. Keine Sorge, ich beschütze sie. Die Kultisten überraschen mich nicht noch einmal. Lasst nur eure Waldelfenfreundin wissen, dass die Zwillinge bei uns sind und wir für ihre Sicherheit sorgen. Okay. Das war schrecklich! Ich habe noch nie so etwas gefühlt! Jemals! Nichts dergleichen ist während unserer Ausbildung in der Klausur vorgekommen. Was geschieht mit mir? Was habt ihr versucht? Meine Gabe ist Feuer. Das Beschwören von Flammen ist für mich so natürlich wie das Atmen. In der Klausur war es immer nur ein Funke oder ein einfaches Flackern. Doch als ich versuchte, das Ziel zu treffen, ich konnte es nicht bändigen. Das Feuer in mir wollte wachsen, sich ausbreiten, sich nähren. Wie fühlt ihr euch jetzt? Es geht mir gut. Vielleicht ein bisschen schwindelig. Was Sombrin auch immer getan hat, es konnte das Feuer löschen. Fürs Erste. Mir gefällt das nicht. Was, wenn niemand es löschen kann, wenn ich es das nächste Mal rufe? Ich könnte Destron verletzen. Ich könnte Gideon niederbrennen. Das werden wir nicht zulassen. Unsere Macht scheint stärker zu werden. Schwerer zu beherrschen. Wenn Sombrin nicht wäre, hätte Kalias eigene Macht sie vielleicht schon verschlungen. Ist das unsere Strafe, weil wir unsere Klausur aufgegeben haben? Ich glaube nicht, dass ihr bestraft werdet. Nein, wahrscheinlich nicht. Doch wir werden auf jeden Fall stärker. Ihr wurdet Zeuge, was ich in der Klausur tat. Meine Kraft zeigt sich in Blitzen, aber nachdem ich gesehen habe, wie Kalia die Beherrschung verlor, zögere ich, sie hier einzusetzen. Doch das werde ich, falls ich meine Schwester verteidigen muss. Ja gut. Dann gehen wir mal zu Ivelie. Das ist der falsche Weg. Die wird wahrscheinlich immer noch in dem Kommandantenhaus sein. Hey, ich bin hier! Keshu hat mir aufgetragen, mal eine Denkpause zu machen. Eine Pause kann manchmal helfen, wisst ihr? Also eine vom Denken. Damit man dann später wieder besser denken kann. Wie dem auch sei. Wie geht es den Ambitionen? Ist euch ein besserer Ort eingefallen, an dem wir sie verstecken können? Sombrin hat eine Idee, aber die Zwillinge verlieren die Kontrolle über ihre Kräfte. Das klingt natürlich schlecht. Was ist geschehen?
Kalia hat fast ein Tempel niedergebrannt, doch Sombran kennt jemanden, der ihr helfen kann. Oh, ich wusste doch, dass es einen Grund gab, warum wir ihn aus Vandasias Festung in den Totenländern geholt haben. Ich meine, abgesehen davon, ein Menschenopfer zu verhindern. Also, wer ist diese hilfreiche Person? Sombrans Mentorin. Wir werden uns außerhalb von Gideon treffen. Vielleicht sind wir eine Weile weg. Bleib dicht bei ihnen. Wir müssen für die Sicherheit der Ambitionen sorgen und sie aus Vandasias Fängen halten. Während ihr weg seid, werde ich weiter Keshus Schwarzflossenlegion helfen. Und ich will da sein, wenn meine Vettern aus dem Walenwald endlich eintreffen. Viel Glück! Okay, da ist er mit den Ambitionen am Schrein. Wo ist denn der Schrein? Ihr habt gesagt nördlich, ne? Ah, da oben. Na 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 na. Die Sumpfhunde. Ich bitte euch nur, unvoreingenommen zu bleiben. Das ist eine Dremora. Sombrin, was geht hier vor sich? Interessant. Ich hätte nicht erwartet, wieder von Sombrin zu hören, als er entgegen meines ausdrücklichen Rats fortging. Doch ihn nun in der Begleitung eines mächtigen Sterblichen und zweier weiterer Ambitionen zu sehen... Aber wo sind meine Manieren? Seid gegrüßt, Sterblicher. Ich bin Xyna. Sombrin meint, ihr hättet ihn unterwiesen und ihm geholfen, seine Macht zu bändigen. Das habe ich. Ich spürte seine Not und bot meine Hilfe an. Er lernte schnell und, wie er euch sicher erzählen wird, ich habe ihn nie verraten. Hat er mich deshalb gerufen? Weil zwei andere Ambitionen nun in derselben Gefahr schweben, die ihn fast verschlungen hätte? Ja, wir wollen sicherstellen, dass Kalian Destron sich nicht mit ihrer Macht selbst vernichten. Dann müsst ihr sie in mein Heiligtum bringen. Sie sind weitaus mehr als alles, was ihr euch je vorstellen könntet. Ich half Sombrin, weil ich nicht wollte, dass er in Myrhonis Dagons Fänge gerät oder sich selbst durch seine eigene Macht vernichtet. Das werde ich auch für die anderen tun. Was ist euer Heiligtum? Ich habe es in den Totenländern verborgen. Ja, Dagons Reich. Doch ich habe Mittel und Wege, um uns zu beschützen. Bevor ihr sie zu mir bringt, müssen sie auf dieses Reich eingestimmt werden. Findet Splitter der Totenländer, die in eurer Welt stecken. Sombrin wird euch zeigen, wie man sie einsetzt, um die Ambitionen einzustimmen. Okay. Wie gesagt, Xyna hat mir geholfen. Und sie kann Kalia und Destron helfen. Wir müssen ihr einfach vertrauen. Und wenn ihr ihr nicht vertrauen könnt, dann vertraut mir. Ihr hättet uns sagen sollen, dass eure Mentorin eine Dremora ist. Vergebt mir. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Bewohner von Nirn nicht viel von Dremora halten. Xyna fand mich, als ich am Boden war. Hätte sie meinen Tod gewollt, hätte sie mich schon vor Jahren töten können. Oder zugelassen, dass ich mich selbst vernichte. Stattdessen half sie mir. Sie lehrte mich Beherrschung. Ich kenne eine Dremora. Sie will ganz sicher etwas von euch. Oh, da bin ich mir sicher. Der Wettbewerb in den Totenländern ist hart. Insbesondere unter den nicht gebundenen Dremora. Ich weiß, dass sie Verbündete sucht, an die sie sich in Zeiten der Not wenden kann. Drei Ambitionen, die ihr Gefallen schulden, sind für Xyna so gut wie Gold. Erzählt mir von diesem Einstimmungsvorgang, von dem Xyna gesprochen hat. Lasst mich auf eurer Karte markieren, wo man diese Splitter der Totenländer finden kann. Xyna erzählte mir, wo ich sie finden kann, falls ich sie jemals brauchen würde. Dagon-Kultisten errichten oft einen Schrein um diese Splitter, falls sie welche auftreiben.
Ihr werdet überrascht, wie oft Teile aus dem Reich des Vergessens ihren Weg nach Nirn finden. Was machen wir mit den Splittern, sobald wir sie gefunden haben? Ich beschreibe den Vorgang, wenn ihr zurückkehrt. Ich muss ein Portal an einem Ort vorbereiten, an dem die Ebenengrenzen dünn sind. Begleitet Kalia und Destron und sammelt die Splitter. Dann kann ich sie auf die Totenländer einstimmen. Ich habe auch auf eurer Karte markiert, wo wir uns treffen werden. In Ordnung, ich werde die Zwillinge begleiten und diese Splitter der Totenländer suchen. Unsere Kräfte zeigen eine seltsame Wechselwirkung mit den Naturgewalten der Totenländer. Deshalb müssen wir eingestimmt werden. Ich habe diesen Vorgang natürlich schon vor Jahren durchlaufen. Nun müssen wir den Zwillingen helfen, dies ebenfalls zu tun. Sorgt für ihre Sicherheit. Dann trefft mich auf der Straße südlich von Gideon. Also muss ich nicht eingestimmt werden? Nein, ihr seid keine Ambition. Außerdem wart ihr schon in den Totenländern und hattet unter keinerlei abträglichen Folgen zu leiden. Falls die Zwillinge das versuchen würden, ohne sich einzustimmen, würde die Ebene sie in Stücke reißen. Unsere Kraft steht irgendwie mit Merones Dagon in Verbindung. Was hat das zu bedeuten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass es in uns einen Funken von Merones Dagon gibt. Und er will dorthin zurückkehren, woher er kam. Ich glaube, genau das wollte Vandasia erreichen, indem er mich umbringt. Jedenfalls würde ich das lieber nicht zulassen. Bei keinem von uns. Alle gehen so hin und werden dann einfach sterben, einfach so random Lasst platzen uns diese so. Dinge aus den Totenländern finden, wie Sombrens Mentorin es vorschlug. Wenn es dabei hilft, mich und meine Schwester am Leben zu erhalten, müssen wir es versuchen. So groß die Risiken auch sein mögen. Habt ihr schon mal was von den Einstimmungsvorgang gehört? Nein. Aber ich hatte auch noch nie von Ambitionen gehört, bevor all dies begann. Das ist für uns alles neu. Doch solange meine Schwester und ich in Gefahr schweben, werde ich jede Hilfe annehmen, die ich kriegen kann. Ziehen wir los und finden wir diese Dinge. Was sagt sie? Ich schätze, wir müssen auf Sombrens Erfahrung vertrauen. Er weiß eine ganze Menge mehr über unsere Kräfte, als wir das tun. Meint ihr, wir sollten Xyna vertrauen? Spielt es eine Rolle? Ich habe die Macht in mir gespürt, als ich im Tempel die Beherrschung verlor. Ich konnte sie nicht unter Kontrolle bringen. Hätte Sombrin meine Flammen nicht unterdrückt, hätte ich die Stadt in Brand gesetzt. Wenn ihr keinen anderen Weg kennt, um ihr zu helfen, bleibt uns wohl keine Wahl. Okay, dann suchen wir mal. Könnt ihr das glauben, Kalia? Wir werden große Helden sein. Ist es heldenhaft, von unseren Kräften verschlungen zu werden? Xyna hat Sombrin gelehrt, seine Kräfte zu beherrschen. Das wird sie auch für uns tun. Falls die Kultisten und unsere Macht uns nicht vorher umbringen. Kommt schon. Wo ist bloß eure Lust auf Abenteuer? Okay, da kommen keine neuen. Schau nach Roter Totenländer Splitter. Was, wenn Xyna uns nur wegen unserer Kräfte missbrauchen will, Destron? Sie kann uns zu nichts zwingen. Ihr habt sie gehört. Sie braucht Verbündete und wir sind mächtig. Ich kenne die Geschichten. Pakte mit Debra enden für Sterbliche nie gut. Ich beschütze euch, Kalia. Ihr habt mein Wort. Dummer kleiner Bruder, ich bin diejenige, die euch beschützt. Ihr seid doch nur ein Wimpernschlag älter. Was haben wir da? Obsidianfarben der Totenländer Splitter. Irgendwas stammt hier rum. Ah. Einer für jeden von uns. Mission erfolgreich. Ich fürchte, dass es von jetzt an nur schwerer wird. Ihr sorgt euch ständig. Treffen wir uns mit Sombrin. Das ist eine gute Idee. Komm, wir gehen wieder zurück. Boah, wo ist denn das? Ach, da unten. Guck mal, gehe ich hier schon nach Gideon und dann reise ich von Gideon nach da unten. Na, bye. Ich reite, glaube ich, jetzt einfach lieber erstmal rüber. Dann gucke ich mal, ob ich da noch irgendwo so einen Eingang zu den Totenländern finde. Wäre actually ganz cool.
Ah, da ist sogar ein Portal. Das Atoll der Selbstaufopferung. Ach, ist ein offenes Verlies. Flammentyranner, Blick des Reichs des Feuers und der Fluten. Ihr seid unwürdig und unterlegen, sterblicher Flug. Okay. Feuer schon nach. Da noch ein Feuer schon nach. Wo ist denn hier der Beobachter? Besieg generell den Portal, okay. Aber hier ist keiner. Entweder ist er tot. Oder er spawnt erst noch. Oder besser gesagt, er ist noch irgendwo weiter oben. Muss ja dann eigentlich hier irgendwo sein. Ah. Weil eigentlich müssten die unteren Gegner am frühesten nachspawnen. Wenn dann. Egal. Wie könnt ihr gegen diesen Ansturm bestehen? Welchen Ansturm? Das ist ein Feuer, die hier macht. Sag nicht, dass er gerade getötet wurde. Oder ist er hier drin? Um das Chaosblut. Wahrscheinlich muss ich da runter gehen, oder? Ah, das Kataklysten. Leute rum. Der Chaosblutherzog der Stürme.
Das war jetzt irgendwie unterwältigend. Aber ich habe ja auch ehrlich, aber ich muss aber auch sagen, ich habe natürlich auch gegen. Dass ein Feuerbeben hat. Wenn ich jetzt hier schnell rausgehe. Oh hey. Windows Forschung, Stein mit gravierten Runen. Sucht nach Ortus Fontanian in Leerwin, okay. Ich hier wäre wahrscheinlich auch ein Dude, aber der ist durchaus schon dead. Aber der Dedrotter da oben ist wieder nachgespawnt. Also muss ja, wer auch immer hier war, eigentlich auch bald nachspawnen. Die werden das wahrscheinlich auch warten, bis der nachspawnt. Kann ich mir vorstellen. Oder die laufen halt einfach durch. Oder sie gehen wieder zurück. Ach. Das wäre easy. Also bin ich wieder hier. Ich hoffe, da drüben ist jetzt einer. Ah ja, da drüben steht einer. Aber ich glaube nicht, dass der. Das ist das Ruinach. Rezept Fischstäbchen. Das ist Gegner nach meinem Geschmack.
Das sind die kleinen Titanen hier. Der ist aber nicht wirklich was Krasses gedroppt. Dann gehen wir an den Turm des Chaosbluts. Ach, verdammt. Früh nach Kraft der Kataklysmen. Schade. Nach Spinnendedra, Aschetitan. Ja. Sterbliche verwundern mich stetig. Das ist in der Zwischenzeit auch nochmal gespawnt. Komm, dann warte ich jetzt einfach. Der respawnt. Ich muss das toll verlassen, aber warum sollte ich das? Ich glaube, ich könnte sowas konstanter zu späteren Uhrzeiten wahrscheinlich machen. Wenn da nicht so viel los ist. Das ist immer die Chance auch recht auch höher, eventuell durch ein Portal zu kommen, wo jetzt noch nicht irgendwie 50 Leute durchgeprescht sind. Ich würde eigentlich interessieren, ob es ISO Add-on Respawn Zeiten. Respawn Time. Test the timer of world bosses. Comes world boss timer. Shut it down yourself. Let's see, and I don't like this happening. Map and channel where world bosses spawn in order to feed information. We need to let addons between players communicate with each other. Timer to the client and then have addon that picks up the broadcast. Und wir sind gerade online. Ah. Fabi ist online. Ah, anscheinend jetzt vor kurzem erst. Aber vielleicht holt er sich auch nur seine Login-Belohnung ab, ich weiß nicht. Oh, der Boss da ist next to you. Archive. No boss health bar. And then boss behavior.
Okay. Der Chaosbeherzog. Ezo. Portal. AVBBB. Das ist der letzte Kette und der Secret Boss Forces. Ah. Das Warten ein Ende. Ich könnte meinen, dass der Titan länger hält, aber der ist auch instant dead. Gump hat ihn einfach am Leben erhalten. Dazu mit seinem Schild. Yo! Jetzt kommt er wieder und macht das. Ah, Junge. Und tot ist er. Portalverteidiger von Dunkel Force. Warmes asymmetrische Rubin. Hm. Nochmal die Bestrebungsdinger, ne? Ach, die waren hier in der Gruppensuche, ne? Okay, jetzt muss ich mal gucken. Wöchentlich. Zerstört 10 Portale ins Reich des Vergessens. Und quasi an den Totenländer, um die Bestrebung abzuschließen. Wenn die bist gut in aktiven Fähigkeiten. Das mit aktiven Fertigkeiten stehlen. Baut ein Sirodil, das werde ich machen. Baut 5 Abfahrkommen, das ist easy. Tötet 5 Bestien. Diese Bestrebung zu schließen. Wo genau bin ich denn? Ach, ich bin da. Anweide, das sind Pilze.
gibt zwar nicht alles Erzvorkommen aus Platin, nehme ich trotzdem mit. Und Platinflöz. Ich weiß noch, wie ich früher mal gesagt habe, ich brauche hier dieses Dingens nicht, womit ich dann sehen kann. Womit mir dann angezeigt wird, wo die Vorkommen sind. Ich meine, das ist unnötig. Ich sag mal, mittlerweile ausgeskillt habe, einfach nur, weil ich zu viele Fähigkeitenpunkte hatte. Aber so, ich gehe mittlerweile trotzdem danach. Wenn ich sehe, oh, da leuchtet was, dann gehe ich dahin. Damit die vermeintlich unnütze Fähigkeit dann doch irgendwie als nützlicher erwiesen. Was ich irgendwie tatsächlich überraschend finde. Destron, hört auf! Das ist ernst! Entspannt euch, Kalia! Es ist ein Abenteuer! Destron, nehmt das ernst! Unsere Macht könnte uns vernichten! Nehmt das ernst! Nein! Das werde ich nicht zulassen! Ihr könnt das nicht verhindern! Kalia, wir finden einen Weg. Ich dachte schon, er sagt jetzt, er liebt sie. Habt ihr die Splitter gesammelt? Ja. Ihr habt die Splitter der Totenländer gefunden? Gut. Ich habe das Portal an der Spitze dieses Hügels hinter mir eingerichtet. Ich werde Kalia und Destron einstimmen. Dann machen wir uns auf zum Gipfel. Was soll ich tun, wenn wir die Zwillinge einstimmen? Ihr müsst euch für mich um eine Komplikation kümmern. Eine Komplikation? Durch mein Wirken hier wurden Kreaturen zum Hügel gelockt. Könntet ihr dafür sorgen, dass der Weg zur Kuppe frei ist? Das Letzte, was wir brauchen, sind zufällige Bedrohungen, die Kalia oder Destron zwingen, auf sie zu antworten. Dafür sorgen, dass der Weg frei ist und uns euch oben treffen. Wo sind die Portalstädte? Er hat gesagt, auf dem Hügel, ne? Bin ich jetzt blind oder ich bin blind? Ach komm, dann reite ich jetzt einfach nach da hinten oben. Ah, oh mein Gott, das ist da drüben bei der Sehenswürdigkeit. Ich hab's das nicht gesehen, weil dieses Auge direkt auf dem Kreis drauf ist. Oh mein Gott. Beschmutzter Wandteppich. Wadenscheiniger Wandteppichfetzen. Wild, aber okay. Wieso kann ich da nicht hoch? Verdammt. Au. Er braucht aber ganz schön lange.
In Ordnung, wie besprochen. Konzentriert okay. euch auf die Splitter aus den Totenländern. Es klappt! Ich bin noch nie durch ein Portal gereist. Schnell, tretet hinein. Kommt nach, wenn ihr bereit seid, Freund. Okay. Und den Aschwald. Dünas Heiligtum. Kontrolliert mit den Aschwald. Ich begrüße euch, Sterblicher. Ich werde alles Erdenkliche tun, um den Zwillingen zu helfen. Wie ich es für Sombren tat. Doch zuerst müssen sie den Aschwald überleben. Sie müssen den Weg der Obelisken beschreiten. Erzähl mir mehr über diese Prüfung. Was ist der Pfad der Obelisken? Bevor ich sie lehren kann, ihre Macht zu bändigen, müssen sie sie erst verstehen. Der Pfad der Obelisken wird ihnen helfen, das zu tun. Sie müssen die drei uralten Orakel besuchen und erfahren, welche Wahrheiten jedes von ihnen enthüllt. Was für eine Rolle spiele ich dabei? Beschützt die Zwillinge vor den Gefahren des Waldes. Sie können ihre Kraft nicht sicher entfesseln, bis sie gelernt haben, sie zu lenken. Bei jedem der Obelisken müsst ihr die Wahrheit bezeugen, die sie erfahren. Kommt zu mir, sobald all dies erledigt ist. Danach sehen wir weiter. Ich werde die Zwillinge beschützen und bezeugen, was sie erfahren. Die Macht dieser beiden Ambitionen wächst mit jedem Augenblick. Ihr müsst euch beeilen. Der Weg beginnt im Nordwesten. Sucht nach den Obelisken des Ursprungs, der Befähigung und der Unausweichlichkeit. Jeder offenbart eine verborgene Wahrheit. Okay, ja gut. Also mache ich dann beim nächsten Mal, weil ich bin jetzt dann knapp an den 2 Stunden dran. So länger wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht machen. Ich komme in 40 Minuten ja eh wieder online, also um 20 Uhr spielen wieder D&D. Darum mache ich unter anderem eben auch jetzt auch gerne noch ein Päuschen. Und dann würde ich einfach sagen, bis später. Und bis dann.